Und ich mache den falschen Angriff. Was sind die vier überhaupt nochmal? Haben wir die auch schon mal gemacht? Nee, glaube ich nicht. Dann machen wir sie doch mal. Die macht sich, glaube ich. Alter. Schaut euch das an. Das nervt doch. Ah, das ist die Attacke. Ah, die kenne ich auf jeden Fall. Noch von den anderen Druiden. Druiden sage ich schon, oder? Schamane natürlich. Also von anderen Schamanen. Nicht von mir. Ich hatte selber noch nie einen, außer den hier jetzt. Und ja. Wir müssen wirklich 20 Stück davon sammeln. Das kommt mir ein bisschen lange vor. Aber nur ein bisschen. Könnte natürlich auch an dieser Quest liegen, warum meine Motivation zu WoW ein bisschen geringer war in letzter Zeit. Weil die Quest einfach scheiße ist. Aber, naja, ist ja auch egal. Man muss sie leider machen. Man kann sie leider nicht überspringen. Sonst geht sie nämlich nicht weiter. Aber wir könnten eigentlich ins andere Gebiet reisen. Nur da passiert wahrscheinlich wieder das gleiche wie im letzten Gebiet, dass wir dann von A nach B reisen, dann gefällt es uns da doch nicht. Dann reisen wir wieder von B nach A und dann finden wir da nichts. Dann geht es wieder zurück und dann wieder und so weiter und so fort. Ihr habt es ja gesehen. Da, wo wir zum Arati-Hochland wollten, oder wie das Ding auch immer heißt. Und ja, ich glaube, wir melden uns mal hier an. Einfach nur, weil es wahrscheinlich eh eine Zeit lang dauert, bis wir dann eine Gruppe finden. Und ja, deshalb schon mal jetzt anmelden, bevor wir uns dann anmelden. Und dann dauert es wieder zu lange und dann finden wir dann am Ende doch nichts, weil Serverwartungsarbeiten sind. Was will der denn von uns? Außer uns töten natürlich. Ah, Totem setzen. Und volle Kanne drauf halten. Die zocken schon richtig rein, ne? Also, wir verlieren schon deftig Leben. Finde ich scheiße sowas, ne? Finde ich schon scheiße. Man merkt bestimmt, dass ich ein bisschen ruhiger bin, aber das liegt einfach nur daran, dass es spät ist. Es ist spät ist auf jeden Fall. Und weil, als ich die Aufnahme vorhin gestartet habe, ich habe schon mal die Aufnahme gestartet gehabt und dann wurde ich in Skype angerufen einmal und dann ist sogar noch ein Mitbewohner von mir, also was ist Mitbewohner von mir, mein Onkel hier vorbeigelaufen, ja, Mitbewohner, hat sie so anders, so wie in der WG wohnst, was ich ja nicht tue. Ich wohne immer noch daheim. Daheim, da wo ich hingehöre. Und ja. Diese Schattenpirsche, Alter, die nerven mich so dermaßen. Weil sie einfach so stark sind, Alter, die zocken uns 100 pro Schlag. Und sogar noch ein bisschen mehr. Meine Güte. Der hat überhaupt nichts. Mann, wir brauchen unbedingt ein bisschen mehr Gold, weil mit fast 9 Gold kommen wir hier nicht wirklich weiter. Ach, das sind auch noch Hebel. Ja, super klasse. Na, dann ist die Quest ja doch gerade nicht so schäbig, wie ich gedacht habe. Diese 10 Steaks da oder was es auch immer sind, die werden wir locker noch bekommen. Wobei wir auch erst 4 Stück davon haben. Oh Mann, jetzt ist mein Headset doch zu laut. Gerade habe ich es leiser gemacht, jetzt ist es wieder zu laut. Oh, ihr habt die falsche Attacke gemacht, na super. Ach, das sind 2. Ich dachte, hat sich wieder gesplittet. Ja, jetzt hat es wieder geruckelt. Jetzt ruckelt es wieder, nee, doch nicht. Ich war einfach nur zu blöd und nicht auf. Alter. Also müde bin ich nicht, also keine Ahnung, warum ich irgendwie so unkonzentriert bin und auf die falschen Tasten drücke. Hoffe, das wird nicht mal so oft vorkommen, weil sonst sind wir schneller tot, als wir denken können, ne? Ruckler, super, Alter. Also heute will WoW irgendwie nicht. Alter. Also wenn es so weitergeht, dann muss ich die Aufnahme wieder abbrechen und dann später wieder starten, wobei wir nicht so viel Zeit haben. Boah, 3 Hebel haben wir da drin gefunden. Es geht auf jeden Fall doch ein bisschen schneller. Und da ist so eine Kohlenpfanne, genau. Können wir da schon was machen? Ne, wir brauchen erst 10 Stück. Ich kann mich noch daran erinnern, dass hier, glaube ich, Leute im Käfigen eingesperrt waren, oder? Oder war das woanders? Ich bin mir auch nicht mehr so sicher dabei. War, wie gesagt, schon länger her. Seit der letzten Aufnahme. Alter, wir haben schon fast alles. Wir brauchen nur noch einen Tank. Okay, bis wir einen Tank finden, dauert es natürlich auch eine Zeit lang. Wir können leider kein Tank sein. Was ich aber wahrscheinlich auch nicht nehmen würde, auch wenn ich Tank sein könnte. Weil, ja, keine Ahnung. T
Tank ist nicht so meins. Auch wenn ich ab und zu mal tanke, damit ich in eine Inni komme. Und dieses Problem hatten wir noch früher oder später. Keine Ahnung. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, was ich suche. Auf jeden Fall werden wir noch früher oder später mit diesem Problem konfrontiert werden. Sub Level 60 oder 58 sogar schon. Weil dann leveln wir erstmal nur noch mit Inis, so bis Level 63, 64 vielleicht auch noch. Weil da geht es einfach schneller. Wenn wir dann in diese eine Inni gehen, ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber es ist auch nicht so Sache in dieser. Boah, ich zeig's mal auf der Karte. Ich zeig's mal auf der Karte. Hä, haben wir da nicht vorhin gerade eben die Scheiße genommen? Ja, jetzt haben wir es genommen. Ja, ist auch egal. So, nochmal schnell den Hebel aufnehmen. Und ich meine diese Inni hier. Alter. Das ist meine Maus weg. Nee, doch, da ist sie. Da die Inni, die hier irgendwo ist. Bei dieser komischen Burg da. Weil da levelt man ziemlich schnell. Und ich denke mal dann, dass wir diese Inni öfters machen werden. Aber ich denke, das dauert noch so eine Zeit lang. Und ich glaube, ich überschätze dieses WoW-Let's Play auch so ein bisschen, weil ich habe ja gedacht, dass es so 500, 600 Folgen dauert, bis wir dann Level 90 sind oder Level 85. Aber das ist gar nicht so, ne? Also, ich habe bei einem anderen Let's Play nachgeschaut. Der war in der 250. Folge schon Level 87 oder 88. Also es dauert anscheinend doch nicht so lange, wie ich gedacht habe. Mal gucken, wie lange es bei uns dauert, weil wir leveln ja ein bisschen langsam. Also bis jetzt leveln wir noch nicht so schnell. Wobei, naja, bin ich mir nicht so sicher. Bei Let's Plays denke ich eh fast immer, dass wir voll langsam sind, weil das eigentlich gar nicht so ist. Bei Far Cry 3, es waren wir, glaube ich, sogar einer der schnellsten Let's Plays, die das Projekt beendet haben. Commander Krieger hinterher, glaube ich, immer noch bei Folge 90 oder so. Wir haben ja mit 45 beendet, also wir sind doch gar nicht so langsam, wie ich gedacht habe. Alter, diese Ruckler, die nerven so extremst. Vielleicht sollte ich die Frames mal ein bisschen höher stellen, weil ich nehme ja nur 30 Frames auf, weil mehr bringt eh nicht. Jetzt schon wieder. Oder bilde ich mir das nur ein? Aber ich glaube nicht, dass ich so dämlich bin, mir das einbilde. Es ist einfach so. Finde ich nervig, vor allem weil es so oft in letzter Zeit vorkommt, also seit dieser Aufnahme erst. Und wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Alter, schau doch mal an, was sie reinziehen. Ja gut, es sind zwei Stück mit einer AOE, aber komm. Schon stark sind die, schon stark. Und uns fehlt immer noch ein Tank. Moment mal, dann könnte ich ja eigentlich wieder die Stoppuhr laufen lassen, damit ich so ungefähr weiß, wie weit ich bin. Ach, ich drücke immer auf den falschen Knopf. Aber das heißt doch Recording. Da müsste ein Viereck stehen eigentlich. Keine Ahnung, was die Leute sich bei Blizzard da gedacht haben. Aber es soll uns ja nicht stören. Hauptsache, der Ding nimmt auf. Oder sagt mir, wie lange ich schon aufnehme. 7 Stück haben wir jetzt davon. Also fehlen uns noch 3. Hier ist nur einer. Da vorne ist noch einer. Ja. Und die Ruckler, Alter, die nerven. Die nerven wirklich schon extremst. So, erstmal die 2. Nein, ich hätte erst die 1 machen sollen. Weil die 1 dauert immer nämlich so lange. Da haben wir einen kleinen zeitlichen Vorteil. Aber so geht's auch. Ich denke mal, wir hätten das nicht bei dem Krepieren. Wenn ich so ein halbes Auge auf mein Leben halte, wird es, denke ich, schon klappen. Oh, meine Nase ist schon wieder zu. Ich hoffe, man merkt es nicht so richtig. Aber sie ist leider zu. Aber das ist eh so ein chronisches Problem bei mir. Liegt an meiner Nase, da ich eine Polypenkrankheit habe. Meine Nase eigentlich fast immer zu ist. Auch beim Schlafen ziemlich scheiße. Weil durch den Mund einatmen ist nicht so meins. Irgendwann fliegt eine Fliege rein und dann verschlucke ich sie. Also ich glaube gelesen zu haben, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens gut 30 Insekten im Schlaf verschluckt. Ja, gut 30 Insekten im Schlaf verschluckt. Oder waren es 30 Spinnen? Ich weiß es nicht so genau, weil 30 Insekten erschaut mir doch ein bisschen wenig.
Da, ich denke, es waren 30 Spinnen. Oder 30 Fliegen, es kann auch sein. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall irgendetwas mit 30 und Tieren. Oh, ist Level Up. Oh, geil. Uns hat doch noch 50% gefehlt. Meine Fresse, ging das schnell bei denen. Das sind Level 31 nur, also. Naja, ich nehme es gern an, ne? Weiß gar nicht, warum ich mich so beschwer. Ja, ich wundere mich auch nur. Ah, jetzt habe ich schon wieder die falsche Attacke gemacht. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass ich schon länger nicht mehr WoW gespielt habe. Wobei 6 Tage auch nicht wirklich so lange sind. Wobei bei mir eigentlich eher normal, wenn ich ein Spiel spiele, dann spiele ich vielleicht jeden Monat oder jede 2 Wochen einmal. So ist es eigentlich meistens. Deswegen dauert es bei mir eigentlich immer so lange, bis ich ein Spiel fertig spiele, außer ich Let's Play es gerade. Dann hat man nämlich so einen kleinen Druck im Nacken. Wobei dieser Druck eigentlich ganz in Ordnung ist. Alter, ich dachte, wir haben hier zu viel Leben wie der da, aber uns geht's ja noch ein bisschen gut. Wisst ihr was, ich gehe jetzt mal raus aus dieser scheiß AOE, weil die tut uns echt weh. Oh, falscher Gegner. Der ist ja schon tot, ne? Tja, blöd, ne? Blöd für dich. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen mehr die 4 machen, wenn wir gegen 2 Gegnern kämpfen. Oder auch an sich, weil ich denke mal, das ist so eine ziemlich starke Attacke. 206, okay, die ist doch noch ein bisschen stärker. Aber egal, wenn wir die Attacke haben, dann können wir sie auch ausnutzen. Und der hat ja nix. Ich bin aber traurig. Ach, oh klar. Ich nehme jetzt seit 10 Minuten auf. Oder 15, sagen wir mal. Und wir hatten schon ungefähr 10 Ruckler. So viel habe ich vielleicht in der Aufnahme nur nicht mal. Nur nicht mal. Tja. Ich weiß selber nicht, schon wieder. Nee, ich habe eigentlich nichts an den Aufnahmeeinstellungen verändert. Außer, dass ich die Frame-Anzahl von 33 auf 30 gestellt habe. Weil die 3 Frames es eh nicht wirklich bringen. Ich glaube, vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es daran. FIFA habe ich mal eine Testaufnahme gemacht. Einfach nur mal, um zu testen, ob es jetzt endlich klappt. Und es klappt. Also ich könnte jetzt FIFA aufnehmen. Was ich vielleicht auch mal machen werde in nächster Zeit. Dann nehme ich mit 60 Frames auf und es läuft wunderbar. Also, vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es daran. Könnten wir mal ausprobieren, wenn es mir jetzt wirklich noch unerträglich nervt. Bis ins Unerträgliche. Ja, dann geht's los hier. Dann raste ich hier aus. Nein, natürlich nicht. Also, ich bin eigentlich ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Muss man schon mal so sagen. Also, ich gehe jeder Streitigkeit eigentlich immer aus dem Weg. Außer wenn ich selber schlechte Laune habe und dann den Streit suche, dann ist natürlich wieder was ganz anderes. Aber das kommt ja selten vor. Ich bin nicht so der Mucker, Alter. Und wir sterben, Alter. Oh, ich dachte, das wäre jetzt irgend so ein Gegner, der irgendeine neue Taktik hat oder so. Aber nein, das war unser treuer Totem der Verbrennung. Komischer Name. Irgendwie diese komischen Branddinger da erinnern mich an die Lava-Pistole von Ratchet & Clank. Außer dass da ein bisschen mehr rauskam. Oder die Magma-Pistole hieß es ja. Erstmal hieß es Lava-Pistole oder Magma-Pistole. Ich muss unbedingt die Spiele Let's Playen, also ganz ehrlich. Aber bis jetzt habe ich immer noch nicht mal eine Karte. Oder also diese Game-Capture-Karte da. Weil es immer noch, also ich muss immer noch drüber nachdenken, was ich mir dann holen werde. So eine PC-interne Karte. Oder eine Karte, die ich dann neben meinem Fernseher stellen kann. Wobei ich dafür auch den PC brauche. Das ist halt das Problem. Und ja, wir gehen gerade total falsch. Ich wollte eigentlich wieder zu diesen Dingern da reden, wo diese Säbel sind. Ach, das sind Säbel, keine Hebel. Ja, super. Ich dachte, Hebel, man, der diesen komischen Griff da, aber der ist der Griff und nicht Hebel. Ja. Ach, nee, lass mich in Ruhe. Ah, na super. Lass mich in Ruhe, Alter. Scheiß Schurke. Aber ich hätte darüber nachdenken sollen, ob ich doch den Schurken lieber nehme, anstatt unseren Fernkämpfer hier. Weil der Schurke hätte mich auch ein bisschen gereizt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Oder Priester auch, wobei. Ja, Priester. Priester hatte ich auch noch keinen. Außer ein Level 30er, glaube ich, hatte ich schon mal. Und bei Schurk hatte ich, glaube ich, erst nochmal so um die Level 30er Bereich rum einen.
Also nicht wirklich viel. Und wir können unser Ding machen. Ich bin doch bei diesem komischen Kohlebecken wollen, die von mir. Wahrscheinlich ist es da oder da. Ach egal, mir. Ich will jetzt erstmal meine Säbel haben, weil ich nämlich ein Säbelzahntiger bin. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt in diesem Spiel geben wird. Diesem Let's Play wollte ich schon sagen.